Hallo, schön, dass du da bist. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meiner Freundin Anna. Hallo, ich habe ein Problem. Das muss bestimmt was Ernstes sein, sonst hätte sie ein Smiley dazu gemacht. Oh, noch eine Nachricht. Du darfst gerne mitlesen. In unserer neuen Wohnung gibt es zwei Kinderzimmer. Das eine ist 5 Meter lang und 4 Meter breit. Das hat sich gleich mein Bruder geschnappt. Das zweite ist 6 Meter lang, aber nur 3 Meter breit. Mein Bruder Max meint, dass es doch eh egal ist, wer welches Zimmer bekommt, weil sie eh beide gleich groß sind. Das eine ist 1 Meter länger, dafür ist das andere 1 Meter breiter. Das klingt auch irgendwie logisch, aber mein Zimmer kommt mir trotzdem kleiner vor, schreibt sie. Ist das alles nur Einbildung? Oder hat er jetzt mehr Fläche zur Verfügung? Was soll ich da antworten? Kannst du mir helfen? Bitte verfasse eine Antwort, in der du mit Hilfe der Flächeninhalte begründest, ob Annas Zimmer kleiner ist. Halte dazu das Video jetzt an. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ich Anna antworten soll. Deshalb habe ich eine Skizze von Annas Zimmer und eine Skizze vom Zimmer ihres Bruders gemacht. Dann habe ich mir gedacht, brauche ich bestimmt die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks und habe sie mir gleich aufgeschrieben. Zuerst habe ich den Flächeninhalt von Annas Zimmer berechnet. Es ist 6 Meter lang und 3 Meter breit. Diese Zahlen habe ich ganz einfach in die Formel eingesetzt und 18 erhalten. Weil Länge und Breite hier in Meter angegeben sind, ist Annas Zimmer also 18 Quadratmeter groß. Genau das Gleiche habe ich auch für das Zimmer ihres Bruders gemacht. Es ist 5 Meter lang und 4 Meter breit. Wieder habe ich eingesetzt und 20 erhalten. Max Zimmer ist 20 Quadratmeter groß. Also ist Annas Zimmer tatsächlich kleiner. Das muss ich ihr sofort schreiben. Oder nein, am besten ich schicke ihr gleich ein Foto von meiner Rechnung. Gut, wenn man im Mathematikunterricht aufgepasst hat. Dann kann man schnell eine Antwort auf solche Fragen finden. Danke für deine Hilfe. Bis bald.